ist immer so. Wenn sie nicht aufpassen, schmeißen sie den kaputt. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute habe ich wieder ein Douglas Haul für euch. Ich habe wieder mal bei Douglas ein bisschen geshoppt. Und ja, ich habe auch einen Adventskalender dabei. Und ich würde sagen, ich fange direkt an. The number you have dialed has been changed. So, let me show you my first product. Ich bin sehr aufregend. Ich bin sehr aufregend, dass ich da. Wir haben als erstes von Anastasia Beverly Hills die Norvina Palette. Das ist die Volume 1. Und ich wollte die echt schon lange haben. Und dieses Mal war die auch reduziert. Ich blende euch auf jeden Fall noch die Preise ein. Und verlinke euch natürlich alle Produkte in der Infobox. Ich mache es mal kurz auf. Genau, das ist die hier. Und ja, wie schon gesagt, ich wollte die schon lange haben. Und jetzt habe ich mir die einfach geholt. Ich mache die noch ganz kurz auf. Ja, das sind die Farben. Genau, ich finde die auf jeden Fall voll schön und ich bin auch sehr gespannt, wie die Pigmentierung so ist. Wow. Also, da sieht man auf jeden Fall, dass die mega gut ist. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die sich so sind, wenn ich die auftrage. Ja, falls ihr ein Video dazu haben wollt, dann ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich es auch Bescheid. Als nächstes haben wir hier von Morphe die Nikita Eyeshadow Palette. Und ich finde die voll süß. Vorne sieht die so aus. Und hinten hat die noch so eine Anime. Genau, so eine Frau oder Mädchen. Und da steht noch hinten: Once upon a time, there was a little trans girl with just a dream and a wig. Fast forward a couple of years later, I have manifested the Morphe palette of my dreams. 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an? I was inspired by my fascination with the future and I'm in my travels to Tokyo, Japan, a city that's very special to me. Genau, und da steht noch Metamorphosis. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Change of form, the process of transformation, build your own beauty, create your own fantasy, unleash the dragon. Und dann noch ihre Unterschrift, Nikita Dragon. Und ja, sie sieht auch so aus. Genau, die kommt noch mal in so eine Folie rein. Und ja, von außen sieht die auch so aus. Ich finde die mega cool. Und jetzt mache ich die noch auf. Okay, die hat keine Spiegel, aber nicht schlimm. Und ist bei mir leider kaputt angekommen. Yay. Okay, ich presse die einfach die Farbe später noch. Okay. Und aber auf jeden Fall, die sieht so aus. Und ich finde die Farben mega schön. Ich schaue nochmal die Pigmentierung. Also die ist genauso pigmentiert, muss man echt sagen, wie die von Anastasia Beverly Hills. Mega schöne Farben auf jeden Fall. Genauso wie bei der anderen Palette. Falls ihr auch einen Make-up-Look mit der Palette haben wollt, dann sehr gerne. Einfach in die Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben. So Leute, obwohl ich versucht habe, alles mit einem Kosmetiktuch wegzumachen, ist irgendwie immer noch auf meinen Finger geblieben. Aber ja, auf jeden Fall sind die extrem pigmentiert. Dann habe ich hier noch so eine Probe von Barbour. Das ist so ein College-Booster. Als nächstes habe ich hier von Dominique Cosmetics den Ultra Hydrating Fine Mist. Das ist einfach so ein Spray, ja, bevor man Make-up aufträgt, dann irgendwie, um das Gesicht zu präparieren. Und wenn man möchte, dann kann man auch zwischen den Tag nochmal den Make-up refreshen damit. Und ja, die Verpackung sieht so aus von außen. Also eine ganz schöne Flasche, einfach in weiß. Und da steht noch Dominique Cosmetics, also DC. Genau, die ist auch eine meiner Lieblings-YouTuberinnen. Und ich probiere den direkt mal aus, weil ich bin sehr gespannt. Okay, eine ganz angenehme Duft, würde ich sagen. Und der Sprühzeug ist auch ganz gut. Der sprüht ganz cool. Ich bin sehr gespannt, wie der so ist. Dann haben wir hier als nächstes noch 3 Produkte von Love. Und zwar, die haben ja, die sind komplett neu. Das sind die Love Latitia oder Latitia Lemak. Das ist einmal, ich habe einmal den Dream Glaze Highlighting Duo. Einmal den Dream Glaze Blushing Duo und einmal den Dream Glaze Sculpting Duo. Und ja, die sehen halt alle so aus. Das ist jeweils dann immer ein Highlighter, ein
Blush und ein Bronzer. Und dazu werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video drehen, um meine Meinung dazu zu sagen, wie ich die so finde. Ich packe die trotzdem einmal aus und zeige euch, wie die so aussehen. So, als erstes habe ich hier den Blush. Und der hat so eine pinken, peachy Verpackung, finde ich voll schön. Und dann mache ich den einmal auf. Okay, der hat auf jeden Fall auch einen Spiegel. Und dann, so sehen dann die Blushes aus. Ich finde die super schön. Ist einmal ein Peachy Ton und ein Rosé. Und die sind auch ganz gut pigmentiert. Dann haben wir hier als nächstes einmal den Highlighter. Und der hat eine helleren Verpackung als der Blush-Verpackung. Und ja, das einmal so einen goldigen Highlighter und einmal so einen peachy Champagnerton. Die Pigmentierung davon, also ganz fein, würde ich sagen. Und so sehen die noch von außen, also von innen aus. Und dann haben wir noch den Bronzer. Genau, von außen einfach so einen braunen Ton. Wunderschön auf jeden Fall. Und ja, wieder so einen Spiegel, dann hat er einen dunkleren und einen helleren Ton. Und darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Davon drehe ich auch bald ein Video. Als nächstes haben wir hier von Anastasia Beverly Hills den Magic Touch Concealer in der Farbe 9. Und ja, der ist komplett neu, soweit ich weiß. Und Moment, ja, der hat so eine schwarze Verpackung, also mega cool. Und ja, noch natürlich den Initialen davon von Anastasia. Und ich habe auch irgendwie gehört, dass er mega deckend ist. Darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Die Farbe sieht ungefähr so aus. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall auch zu meinen Ton ja irgendwie passt. Und ja, dann habe ich als nächstes von Kylie Cosmetics den Matte Liquid Lipstick in der Farbe Candy K. Und ja, auf jeden Fall, die sind ungefähr seit 1 bis 2 Monaten bei Douglas erhältlich. Und ich war so gespannt drauf, weil ich die damals nicht ja, aus Amerika irgendwie bestellen konnte. Da irgendwie mit Zoll und so weiter, das wollte ich irgendwie nicht. Und ich habe mich so gefreut, wo ich die Produkte gesehen habe. Falls ihr euch wünscht, dass ich noch ein paar andere Produkte von Kylie Cosmetics irgendwie bestelle und die für euch testen, dann würde ich das natürlich auch sehr gerne machen. Schreibt einfach in den Kommentaren. Und ja, ich finde den so schön. Der hat so eine pinken Verpackung. Mega süß. Und ja, die Farbe. Oh ja. Ist auf jeden Fall so ein Nude-Ton. So Nude-Rosé. Und wie gesagt, ich finde den auf jeden Fall sehr schön. Und ich freue mich mega drauf, den zu testen. So Leute, dann haben wir hier den letzten Produkt. Und zwar ist von Catrice Cosmetics den Adventskalender DIA Christmas Collection. Das ist ein Adventskalender, den man sozusagen selbst basteln kann. Der hat, glaube ich, zwischen 40 und 50 Euro gekostet, bin mir gar nicht so sicher. Aber wie ich schon sagte, man kann den auf jeden Fall ja, selbst basteln. Und ich werde den jetzt nicht öffnen, da ich den jetzt für ein neues Video behalten werde. Och Leute, ich habe total vergessen, ich habe ja gestern noch bei BH Cosmetics bestellt, also vor ein paar Tagen eher gesagt, und gestern ist bei mir angekommen. Die Produkte habe ich übrigens auch im letzten Video benutzt. Das verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in der Infobox oder in diesem i hier. Genau, und ich zeige die euch ja jetzt auch. Ich habe diesen Sponge hier gekauft von BH Cosmetics. Das ist diese Kollektion mit der Iggy Essler. Und ja, dann habe ich hier noch von ihr das gleiche von BH Cosmetics. Totally Plastic Six Color Face Palette. Die sieht so aus. Dann habe ich hier nochmal von Totally Plastic die Totally 2000er Blue Four. Das ist die 9 Color Shadow Palette. Von außen mega süß, finde ich. Komplett blau. So eine Babyblau, würde ich sagen. Und von innen sieht die so aus. Wunderschöne Farben auf jeden Fall. Nicht vielleicht für Alltag geeignet, passt schon. Aber zum Beispiel die Blautöne würde ich jetzt nicht für Alltag benutzen. Sonst mega schön die Palette. Und ja, den Review, wie ich schon sagte, könnt ihr euch auf jeden Fall einmal in meinem letzten Video anschauen. So Leute, wir sind leider auch am Ende. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann vergisst nicht, einen Daumen nach oben zu lassen. Ein Abo für euch ist kostenlos und mir bedeutet es die Welt. Und vergisst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn verpasst ihr dann keine Videos mehr von mir. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann. Ciao!